Michelle Spark, die Gründerin und Geschäftsführerin des Berliner Startups, besitzt ganz offensichtlich ein großes Talent, Menschen gegen sich aufzubringen. Erst einen konservativen Verein, dann die Politik und jetzt haben die sogenannten Aluköpfe eine ebenso obskure wie gewalttätige Organisation radikaler Datenschützer ihr persönlich den Krieg erklärt. Sind Sie immer so ehrlich? Ja, Geheimnistuerei stärkt immer die Diskriminierer, die Unterdrücker. Wir sind davon überzeugt, dass praktisch alle, nur weil es in der Online-Welt mittlerweile möglich ist, viel zu viel Privates von sich preisgeben und viel zu viel Privates voneinander wissen. Anormal, unnatürlich, Herr Rothmann, regelwidrig, abnorm. Das brechen wir jetzt ab, das reicht mir jetzt wirklich. Vorsicht! Im übertragenen Sinne wollen wir diese Gesellschaft in eine Gemeinschaft von Nackten verwandeln, in der sich niemand wegen seiner Nacktheit schämen muss. Aber bleiben wir bei den sogenannten Aluköpfen. Du nennst uns durchgeknallt, Michelle Spark. Du nennst uns Taliban. Menschen im Internet, die silberne Masken tragen und Datenbrillen zerstören. Das klingt nach einem schlechten Science-Fiction-Film. Mit solchen Brillen herumzulaufen ist kein Kavaliersdelikt, sondern ein Akt des Informationsterrorismus. Somit mache ich mich jetzt und gerade hier strafbar. Mitten in einer Fernsehsendung. Die Datenfeinde in diesem Land, die gehen über Leichen. Das wissen wir spätestens jetzt. Deutschland steht auf dem 3. Platz der internetfeindlichsten Länder der Welt. Direkt hinter Nordkorea und Mittelerde. Und deswegen haben sie dort genau 2 Buttons. No und Go. Und schon erzählen diese eben noch stummen, dummen Daten spannende Geschichten.